Liebe Unternehmer, liebe CEOs, mein Name ist Markus Wagner, ich bin Geschäftsführer der Stressbutler GmbH und ich habe 14 Jahre lang Lean Management bei KMUs, also kleinen und mittelständigen Unternehmen, eingeführt und bin Outsourcing-Experte für Unternehmer. Sie sind ein CEO oder Inhaber eines mittelständischen Unternehmens. Sie spüren, dass es Ihren Kunden in letzter Zeit nicht mehr so gut geht. Ihre Aufträge gehen zurück oder sind vielleicht sogar stark eingebrochen. Nähert sich Ihr Kontostand dem Überziehungslimit? Dann werden Sie bald oder haben bereits ein Liquiditätsproblem. Und bei der Liquidität geht es nicht nur darum, Einzahlungen und Auszahlungen genau zu sehen und erkennen, sondern wir benötigen eine 360-Grad-Betrachtung. Wir müssen über Fördermittel, Kredite und Soforthilfen vom Staat sprechen. Wir sollten nachdenken, wie das Finanzamt für uns arbeiten kann und welche rechtlichen Fallstricke da existieren. Wie Sie sich mental stärken, um wieder aus der Krise zu kommen, wie Sie über den Vertrieb die Liquidität beeinflussen und Guerilla-Marketing mit geringem Budget umsetzen können. Aber auch natürlich, wie Sie Prozesse und Abläufe lean gestalten, um Kosten zu sparen und gebundenes Kapital im Unternehmen freizusetzen. Und natürlich auch, wie Sie als Unternehmer mehr Zeit bekommen, um sich auf die wichtigen Aufgaben in dieser Krise zu fokussieren. Um sich dieses komplette Wissen anzueignen, habe ich mit einem Cashflow-Spezialisten und befreundeten Unternehmer den Kongress Mehr Liquidität für den Mittelstand ins Leben gerufen. Und es ist ein Online-Kongress für alle CEOs und Unternehmer, die mehr Cash wollen. Zu diesem Kongress haben wir jede Menge hochkarätige Experten eingeladen. Bei den Gesprächen mit den Experten im Vorfeld haben wir so unglaublich viel gelernt und sind daher wirklich überzeugt, dass auch Sie hiervon profitieren können. Daher möchte ich Sie ganz herzlich zu diesem Kongress einladen. Also melden Sie sich heute noch an und wir sehen uns bald wieder. Herzliche Grüße, Ihr Markus Wagner.